Die Shy Guys sind neben den Koopas und Goombas wohl die bekanntesten Gegner der Mario-Reihe und treten in extrem vielen Spielen in allen möglichen Formen auf. Während diese Formen einfach nur verschiedene Farben umfassen können, gibt es aber zum Beispiel auch Shy Guys mit Cowboy-Hüten, dicke Shy Guys oder Shy Guys mit einer anderen Maske. Doch sind Shy Guys wirklich böse oder wurden sie nach der Zeit sogar zu Freunden von Mario? Wie die Shy Guys entstanden sind und sich nach und nach entwickelt haben, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Die Shy Guys kommen ursprünglich tatsächlich gar nicht aus dem Mario-Universum, wie es vielleicht scheint. Im Jahr 1987 finden sie ihren Ursprung zusammen mit den Sniffits nämlich in Doki Doki Panic, dem Vorreiter von Super Mario Bros. 2. Da das eigentlich geplante Super Mario Bros. 2 als zu schwer für Leute außerhalb Japans eingestuft wurde, änderte Nintendo einfach die Texturen der Doki Doki Panic Hauptcharaktere zu Mario, Luigi, Peach und Toad und verkaufte es überall außerhalb Japans als Super Mario Bros. 2. Wir haben das originale Super Mario Bros. 2 aus Japan übrigens als The Lost Level 20 Jahre später bekommen. Während die Texturen der Hauptcharaktere verändert wurden, wurde aber nicht wirklich etwas an den Gegnern gemacht. Die Shy Guys und auch Birdo wurden aus dem Spiel übernommen und finden sich bis heute immer noch in vielen Spielen der Mario-Reihe wieder. Nach einer kurzen Pause kehren sie 1995 in Yoshi's Island einerseits als normale Shy Guys, als Fly Guys, aber auch als Pyro Guys zurück. Shy Guys laufen entweder auf ihren Füßen oder auf Stelzen herum, Fly Guys fliegen einfach ein bisschen herum und Pyro Guys laufen auch nur ein bisschen herum. Keine dieser Arten greift Yoshi wirklich an, sie chillen einfach ihr Leben, yeah. 1997 treten sie in Yoshi's Story auf dieselbe Weise auf. Ab 2001 wird es aber eigentlich erst richtig interessant. In Paper Mario gibt es zum einen die altbekannten Shy und Pyro Guys, aber auch neue, wie zum Beispiel Medi Guys, Spy Guys und Groove Guys. Hier greifen sie auch endlich mal richtig an und nutzen dabei hauptsächlich irgendwelche Gegenstände wie zum Beispiel einen Bottich und Hämmer und Steinschleudern, aber greifen auch mit ihrem Körper an. Außerdem tritt in Paper Mario zum ersten Mal ein Shy Guy Boss, General Guy, auf. Er erteilt anderen Shy Guys Befehle und nutzt seine Maschine, um Schaden zu verteilen. In Mario Party 4 sind die Shy Guys zum ersten Mal keine Gegner. 2002 wurde ihnen sogar eine eigene Map gewidmet. Auf der ganzen Map sind reguläre Shy Guys, die zum Beispiel mit einem Floß fahren oder andere Aktivitäten betreuen, und der Leiter der Map ist natürlich auch ein Shy Guy. 2003 kommen dann noch weitere Gegnervariationen in Mario und Luigi Superstar Saga dazu. Da hätten wir zum einen den Chuck Guy, ein Shy Guy mit einem Speer, den Gunner Guy, ein Sniffel mit einer Kanone an der Maske, und den Savage Guy, was auch ein Shy Guy mit einem Speer ist. Ab 2005 lässt sich aber eine deutliche Änderung in der Rolle der Shy Guys erkennen. Nachdem Shy Guys bis jetzt fast immer nur als Gegner aufgetreten sind, ändert sich das jetzt radikal. Shy Guys sind nun als Teamkameraden in Mario Superstar Baseball neben vielen anderen Mario-Charakteren verfügbar und in Mario Kart DS sind sie im Multiplayer sogar spielbar. 2006 sind sie zwar noch als Gegner in Yoshi's Island DS vorhanden und ihnen wurde sogar ein eigener Boss gewidmet, aber das ist eben nur in der Yoshi-Serie so. In allen anderen Spielereien sind die Shy Guys ab jetzt eher im Hintergrund als Nebencharaktere vorhanden und nicht mehr als Gegner. Und so auch 2007 und 2008 in Mario Strikers Charged und Mario Super Sluggers. Ich habe übrigens ein Video zum Vorgänger von Mario Strikers Charged gemacht. Hier sind die Shy Guys wie auch zuvor in Mario Superstar Baseball als Teamkameraden verfügbar. Und so ähnlich geht es weiter. 2009 sind die Shy Guys eine Waffe in Mario und Luigi Abenteuer Bowser, aber man kämpft als Mario und Luigi auch gegen sie. Außerdem wird hier eine neue Art der Shy Guys eingeführt, nämlich die Flora Sniffits. Diese Blumen greifen aber nicht nur Mario und Luigi, sondern auch Bowser an. Nur zwei Jahre später, im Jahre 2011, ist der Shy Guy dann endlich wieder an Mario Kart 7, 2014 in Mario Kart 8 und 2018 in Mario Tennis Aces spielbar. Und hier ist mein Punkt. Sind die Shy Guys wirklich noch Gegner? Während sie früher regelmäßig als Gegner Marios aufgetreten sind, wurde dies immer weniger und heutzutage werden sie eher als spielbare Charaktere angesehen. Auch die Variation der Shy Guys flacht ab. Früher gab es ganz viele verschiedene Shy Guys, aber heute gibt es so ziemlich nur noch die verschiedenen Farben. In der Mario Hauptreihe kamen sie außerdem auch nur in Mario Bros. 2 vor, sonst sind sie nur in Spin-offs wie Mario Kart oder Mario Party vertreten. Die Shy Guys haben also eine Entwicklung von Gegnern bis hin zu spielbaren Charakteren gemacht und ich begrüße das persönlich sehr, da Shy Guys einfach sick sind. Ich meine, warum sonst ist mein Avatar ein Shy Guy?